Ich heiße Wangpo Tetong und lebe in der Schweiz. Meine Mutter kommt aus Ladakh, einer Gegend im indischen Teil des Himalaya. Das Grundnahrungsmittel dieser Menschen heißt Sampa. Sampa ist Mehl aus gerösteter Gerste. Das kann man auch in Flockenform zu sich nehmen und dann heißt es Jö. Und dieses Sampa und das Jö möchte ich in die Schweiz importieren. Es wäre für uns eine große Ermutigung, deine Unterstützung zu haben. Und ich möchte jetzt Schritt für Schritt erklären, was wir eigentlich vorhaben. Auf über 3500 Metern über Meer wird eine Art Oasenlandwirtschaft betrieben. Landwirtschaft auf dieser Höhe bedeutet harte Arbeit. Das Klima ist streng. Im September, nach einem kurzen Sommer, wird die Gerste geerntet. Heute kommen auch Maschinen zum Einsatz. Für alle Menschen im Dorf ist das eine wichtige Zeit. Das Saatgut der Gerste stammt aus der Region und wird sorgsam kultiviert. Jedes Jahr wird das Saatgut aus einem höher gelegenen Dorf geholt, um gute und starke Gerstenpflanzen wachsen zu lassen. In einem Nachbartal liegt eine Wassermühle, die die Gerste mahlen wird. Die Gerste wird zuerst gewaschen, dann geröstet und dann zur Mühle gebracht. Es ist Himalaya-Gerste von der allerbesten Qualität. Das ist eine traditionelle Mühle, von denen es aber nicht mehr viele gibt. Ladakh ist vom Klimawandel sehr betroffen. Mit dem Wasser muss deshalb sorgsam umgegangen werden. Harte Arbeit soll mit einem fairen Lohn honoriert werden. Die Direktvermarktung stellt für die Bauern eine Chance dar. Sie sollen bessere Preise erzielen für ihre Arbeit. Unter dem Slogan Weltweiter Hof etabliert sich eine Bewegung, die auch in der Schweiz immer mehr Freunde gewinnt und der wir uns anschließen wollen. Wir wollen das Sampa-Mehl und die anderen Produkte aus Ladakh unter dem Namen Yeti Food Ladakh in die Schweiz bringen. Im Mai werden wir nach Ladakh fahren, um gewisse Dinge vor Ort genau zu prüfen. Das heißt, es geht um die Verpackung, es geht um den Anbau, sehr wichtig, es geht um den Transport, den wir ökologisch gestalten wollen und es geht auch um die Wertschöpfung, die vor Ort stattfinden soll. Mit deiner Unterstützung werden wir dieses Pilotprojekt realisieren. Die Bauern und Produzenten vor Ort werden von uns einen Bericht bekommen, in dem das ganze Know-how dieses ersten Pilotprojekts drinstecken wird. Und schließlich wird es auch eine Lieferung in die Schweiz geben im Oktober. Und wir wünschen uns, dass du dann dabei bist und von uns auch ein Paket überreicht bekommst, in dem dieses Sampa-Mehl drin ist.